Die zuverlässige Versorgung mit Strom und Gas ist mittlerweile selbstverständlich geworden. Dennoch laufen dafür unzählige Prozesse im Hintergrund ab. Mit anschaulichen Exponaten aus vergangener und heutiger Zeit werden diese Dinge in der neuen Ausstellung im Stadtmuseum sichtbar. Nach mehrmonatiger Vorbereitungs- und dreiwöchiger Aufbauzeit hieß es am Donnerstag Licht an. Noch bis zum 2. September nimmt die Schau die Selbstverständlichkeiten des Alltags unter die Lupe. Ja, ohne Elektronik geht heute gar nichts mehr. Und wir hatten ja beim Stadtwerken, war ich noch dabei, das erste Haus mitgebaut, wo also über der Elektronik die gesamten Anlagen gesteuert werden. Das heißt also Lüftung, Heizung, selbst wenn ein Fenster aufgemacht wurde, da reagiert nachher die Sensoren auf der Heizung, Kaltluft kommt rein, Warmluft und so weiter und so fort. Und geht also alles computergesteuert. Computergesteuert lief vor 156 Jahren noch nichts. Dennoch war die Eröffnung des ersten Gaswerks 1862 ein großer Entwicklungsschritt für Jena. Die Stadt an der Saale benötigte eine stabile Energieversorgung. Denn die Einwohnerzahl von knapp 6.000 im Jahr 1840 stieg innerhalb von 76 Jahren auf 46.000. Ausschlaggebend hierfür waren die Unternehmen Zeiss und Schott und deren wachsende Mitarbeiterzahl. Einige Ausstellungsstücke zeigen jedoch auch, dass diese Neuerungen in der Stadt nicht immer auf Begeisterung stießen. Stadtgas war ja auch mal verpönt als in der Anwendung. Als Licht Gottes war es theologisch nicht gut angesehen. Kann man hier sehr gut lesen. Ja, wie gesagt, es ist äußerst interessant, die Geschichte der Gasversorgung als solches hier mal nachverfolgen zu können, insbesondere auch bildungsreich für Schulklassen etc. Anschaulich werden die Gewinnung, Verteilung und Nutzung von Strom und Gas präsentiert. So sind Installationstechnik aus vergangenen Jahren, Lehrbücher und Messgeräte aus verschiedenen Zeiten zu sehen. Doch die Schau beleuchtet nicht nur die Vergangenheit, sie gibt auch Ausblicke in die Zukunft und sensibilisiert die Besucher für eine nachhaltige Energiegewinnung und Versorgung. Die Ausstellung zeigt also erstmal ganz deutlich die Entwicklung der Technik. Sie zeigt, wie schwierig die Arbeitsbedingungen gewesen sind in den einzelnen Zeitabschnitten und wie sich das heute verändert hat. Also heute ist ein verhältnismäßig geringer Einsatz an körperlicher Arbeit noch da. Und spielt sich also alles jetzt auf dem Weg der Elektronik und der Computertechnik ab. Naja, es sind ja sozusagen beides unsichtbare Dinge, sage ich mal. Es sind so wie dienstbare Geister. Und wie schon gesagt, es ist heute eine Selbstverständlichkeit, dass es geht. Wir hatten gerade auch mal im Gespräch, dass es ausfällt. Den Fall haben wir ganz, ganz selten. Also es ist immer eine kontinuierliche Versorgung, dass man einfach mal ein Bewusstsein dafür hat. Einerseits, dass es Energie ist, die da verbraucht wird, die irgendwo herkommt, irgendwoher erzeugt wird. Und natürlich auch Ressourcen nutzt, die vielleicht irgendwann mal zu Ende sind. Deswegen auch der Ausblick hierzu. Und zum anderen fanden wir es eigentlich spannend, dieses Spektrum. Es könnte jemand Altes interessieren, wenn man jetzt Dinge sagt, ach, das kenne ich ja noch, wie das damals war, überleg doch mal. Beziehungsweise auch natürlich die Kinder ansprechen. Es gibt ja auch spezielle Kinder- und museumspädagogische Projekte, wo man einfach mal sagt, man hat doch im Kindheitsalter schon Bewusstsein für diese Themen und vor allem für die Energie, die uns ja in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Aber ich denke, das lösen wir irgendwie mit Bravo. Die Energieversorgung Jenas wird sich weiterentwickeln, hin zu weniger Energieverbrauch, geringeren Treibhausgasemissionen und zum verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien. Bereits heute gibt es unter anderem bei den Stadtwerken kluge Ideen, wie diese Ziele auch zu erreichen sind. Davon können sich die Besucher der Ausstellung Licht an im Stadtmuseum noch bis zum 2. September überzeugen.